Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Juwelen. Folge 23. Und jetzt gucken wir mal, wo uns unser Weg hinführt. Und zwar sagt er, eine helfende Hand aufschließen. Okay, tun wir das. So. In der letzten Folge sind wir auch unseren Alphas begegnet. Ich gucke, dass wir jetzt noch ein paar, beziehungsweise ein bisschen Leder skillen auf dem Weg dahin. Damit wir, wenn wir das nächste Gebiet hier erforschen, nicht dann wieder, beziehungsweise wahrscheinlich dann wieder, durch die Ecken laufen muss und Leder skillen. 28 war ja ungefähr. Naja, die vier Versuche. Also viel Versuche hatten wir bis jetzt noch nicht. Das ist neu. Aber gut. Aha, 121, ich glaube 125 war der Wolf. Gucken wir uns mal an. 21. Ich weiß gar nicht. Theoretisch könnte man auch das Rätsel, den Hirsch. Ich glaube, ich habe noch nie einen mit Hirsch rumlaufen werden. Also nicht, dass ich wüsste. Das wäre mir neu. Naja, auf jeden Fall, wir waren in der letzten Folge am Überlegen, dass du mich mit den Fehlversuchen aufgehört hast. Ich meine, irgendwann in. Beim Lichtkin. Puh, ich weiß nicht mehr. Ich meine, da war ich schon 80. Da ist irgendwann auf. Da haben sich nämlich immer ganz viele aufgeregt über die Druiden, weil die ja in der Flugform Herze und Blümchen sammeln können. Ja, das war furchtbar. Du bist ja mit deinem Flugmond durch die Gegend geflogen, Blümchen zu sammeln oder Merze. Hast dann eins ausgepackt und kam dann der Druide, schnappte das vor der Nase weg, weil du ja noch am Abmounten warst. Und damals konntest du auch nur eins aussuchen. Weil wir hatten eine in der, oder eine damals in der Gilde. Die hatte einen Druiden für Blümchen und Erz. Die musste dann immer hin und her zwischen. Entweder Erz oder Blümchen. Man konnte damals nicht beides auswählen. Mittlerweile geht das ja ohne Problem. Dass man sagen kann, ich möchte Blümchen und Erz sammeln. Dann geht das. Wie gesagt, damals ging das nicht. Da musste man sich entscheiden. Entweder oder. Oder man hatte ein gutes Auge, wenn man dann ein Blümchen bzw. Erz gefunden hatte. Das sind dann hier irgendwo Blümchen oder Erz rumstehen, je nachdem für was man sich dann entschieden hat. Weil hier ist das nämlich auch, also bei Burning Crusade ist das nämlich auch, da kann man sich auch nur für eins entscheiden, was man suchen will. Lustigerweise hatten wir uns ja letztens entschieden, reparieren zu suchen, aber der immer wieder, wenn ich mich ausgelockt habe, resettet er das anscheinend. Denkt er, nö. Such doch selber. Ich glaube, ich mit meinem Schaman da Blümchen sammeln. Ich glaube, da muss ich das nicht immer umstellen. Vielleicht, weil der auch keinen Beruf hat. Und ich weiß dann damals, dass es dann anfing, dass man dann mehr konnte. Kann man dann, oder kann man jetzt ganz viele Sachen auswählen, zum Beispiel Briefkasten, Auktionator und Blümchen sammeln und so weiter.
Ich war letztens mit meinem Schamanen in der Scherbenwelt am Anfang der Höllenfeuer-Halbinsel. Ach. Und wurde ganz rührselig, als ich mich dann erinnerte, wie ich das erste Mal da war. Das waren noch Zeiten. Damals. Oh, ein Bewegungsmoment. 34% erhöht. Wovon ich nichts merke. Oder beim Kampf, das weiß ich nicht. Das könnte sein. Ja. Frei. Wir müssen gleich hoch, dann da runter. Tun wir das doch. Wir sind wieder am Weg zum Teufelswald. Gut, kriegen wir auch hin. Kein Problem für uns. Sind wir ja flexibel. Können wir nicht auch die Elfas killen, beziehungsweise ledern. Ich glaube, wenn wir hier runtergehen, kommen wir nämlich hinten in den Berg nicht mehr hoch. Hier. Und unbedingt riskieren möchte ich das nicht. Also gehen wir lieber ein Stück zurück und wieder ein Stück vor. Und der Ding, der folgt uns immer noch langsam. Der ein bisschen, obwohl jetzt ist er gar nicht mehr rot. Eben war er kurz rot. Ja, die ganze Lauferei. Ich bin froh, wenn wir einen Mount haben. Dann sind wir etwas schneller unterwegs. Und noch cooler wäre ja, wenn wir einen Flugmount hätten, dann wären wir noch viel schneller unterwegs. Ja, aber in der alten Welt oder in der Klassikwelt konnte man damals nicht fliegen. Das kam erst mit... Ich glaube mit Kata kam das erst. Und dann musste man auch erst 85 werden und es kaufen. Ja, so war das damals. Mittlerweile, glaube ich, kann man vorher schon fliegen. In der alten Welt. In der alten neuen Welt, weil die wurde ja durch Todesschwinge komplett verändert. Schwinger hat ja ganz viel kaputt gemacht, als er dann aus seinem Gefängnis, glaube ich, ausgebrochen ist. Ich glaube, es war ein Gefängnis. Oh ja, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Vor allem grüne Spinnen. Warum die auch immer grün sind. Grün und rot, toll. Giftspucke. Bah. Dieses Ding. Aber das kann man nicht ledern. Nein, aber morgen kann man. Die Pelze, wie die sind, müssten die man auch ledern können. Und wieder Dämonen, gell? Ja. Oh. Ich weiß gar nicht, wie lange ich damals, als ich dann angefangen hatte zu spielen, habe ich glaube ich recht lange gebraucht, bis ich den ersten auf 70 hatte. Der erste war dann. Zuerst hatten wir eine Hexe. War dann ungefähr 60, dann hatte ich mir auch einen Account gemacht. Und ich habe dann einen Krieger gespielt. Das waren doch Zeiten.
damals. Wenn ich das nicht fixiere, dann schiebe ich das immer durch die Gegend. Weiß auch nicht warum. Komme ich irgendwie nochmal dran und plopp, und weg ist es. Tolles Tom-Tom. So, da hinten müssen wir bestimmt irgendwo hin. Ich bin gegen das Zelt oder so. Ich bin erschrocken. Puh. Ach so, kein Mana mehr. Oh, mittlerweile haben wir schon Seidenstoff. Geht ja schneller, als man gucken kann manchmal. So. Aber hier die Dinger? Weiß ich gar nicht. Schredderanleitung. Ich habe ganz viele schon davon gefunden, auch mit den anderen Charakteren. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man damit so machen soll. Vielleicht irgendwas für den Ingenieur? Keine Ahnung. Waren so viele? Je nachdem könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht wisst ihr ja, was das genau ist. Mir sagt das nichts. Also ich wüsste auch nicht, dass ich das damals gefunden hätte. Beziehungsweise beim Leveln. Nie aufgefallen. Ich bin ja eigentlich ein Item-Messi. Das wäre mir bestimmt aufgefallen. Ah, war ja klar. Oh nein. Ich hätte es eben noch gesagt. In der letzten Folge noch gesagt, ich muss unbedingt Pfeile kaufen. Ich gerade überhaupt gar kein Mana mehr. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich keine Pfeile mehr habe. So. Das war eigentlich der Plan. Nicht, dass ich wieder aufhöre zu essen. Okay, den kriegen wir auch noch hin. Und dann schnell abhauen und Pfeile kaufen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Da müssen wir irgendwas befreien. Kreis der Gefangenschaft. Okay. Ich hab meinen Mini-Dolch in Level 1. Gut, eine tolle Waffe, wie gesagt, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich halte die 5 Sekunden durch.
Schnell weg. Sorry, Mr. Dean. Okay, aus dem Kopf. Ich gehe hier runter. Mit dem Weg zurücklaufen. Ja, yeah, das habe ich ja auch geliebt, immer irgendwo in Sackgassen zu stecken. Du kannst dich immer ein bisschen wegbacken. Beim Live wegbacken hier. Ja. Yeah. Gucken, dass man nicht wieder hinter dem Baum fällt. Ist man wieder eingeklemmt. Damals gab es dann auch eine Taste, weiß nicht, ob es die Feststecken. Genau, mit dem Feststecken wird man dann ein Stück nach vorne gesetzt oder hinten. Wenn es nicht funktioniert hat, musste man den Ruhestand benutzen. Je nachdem, wo der dann war, war das alles ein Büro. Das war dann auch nicht so gut. Ja, mein Aufnahmeprogramm funktioniert gerade nicht so und es läuft nämlich nicht weiter. Kann ich nicht sehen, wie weit wir sind. Das läuft schon, aber der Zeitstreifen läuft nicht mit. Warum auch immer. Oh Mann, Mann. So. Auf jeden Fall von da. Machen wir jetzt erstmal noch was dran, ha? Und kaufen uns ein paar Pfeile. Wo müssen wir denn dann helfen? Hand abgeben, gucken. Okay, die haben wir gar nicht fertig, sondern wir haben wahrscheinlich schon einen komischen Turm oder so. Befreit hochgeboren in der Nacht der Luft, okay. Das heißt, wir müssen den anderen da befreien. Okay. Sagen wir es noch und dann in der nächsten Folge und, oder je nachdem, wo uns dann TomTom hin verschlägt. Frage ist natürlich, oder wir gehen woanders hin. Sind jetzt 26. Können wir den Tanzen noch groß? 55. Was für Nadel? Ah, 1000 Nadel war nicht so ganz. Man könnte dahin. Na, ich überleg's mir. Vielleicht gehen wir dann nach 1000 Nadeln. Und ich denke, vor 1000 Nadeln kommen wir nicht. Na gut, danach bis 40 ist auch doof. Mal gucken, entweder 1000 Nadeln vielleicht ein paar Quests. Und danach Schlingendorntal. Weil wir uns im Schlingendorntal. Wenn wir nämlich da sind, dann können wir nämlich praktischerweise auch mal nach Sturmwind und nach Eisenschmiede. Das würde sich ja anbieten. Wenn wir schon mal auf der anderen Seite sind. Ach, für uns wird es Fälschung sein, das wird tun. Es gibt immer einen Weg zum Questen. Und ich weiß, in den letzten Videos ist mir, als ich mir das dann nochmal angeguckt oder aufgefallen. Das lag aber irgendwie an meinem Aufnahmeprogramm, weil ich das dann abgedatet hatte. Dass der mir dann da ein Videoding gesetzt hat, der unten in die Ecke, wo der Chat ist. Aber ich habe keine Cam. Von daher hat man da nur ein lustiges Signalbildchen gesehen. Als ihr euch gefragt habt, was das war. So, schwuppdiwupp, da sind wir wieder da. Gehen wir noch Pfeile kaufen. Ein bisschen verkaufen. Dann machen wir erstmal Schluss für heute. So. Handwerkswaren, die müsste doch ein paar Pfeile von uns haben, oder?
Nö, hat sie nicht, aber da können wir trotzdem verkaufen. Ich verkaufe die komischen Seiten einfach. Ich habe davon so viele schon. So, sieht doch wieder ganz nett aus. Dann gucken wir noch mal Pfeile. Wenn ich den Gummischland könnten wir Glück haben. Seid gegrüßt. Ja. Stufe 25, wir kriegen sogar neue Pfeile. Schön, schön, schön. Ich glaube, die müssen wir einlegen, ne? Sonst bringt das nichts. Weil wenn man dann damals auch neue Pfeile gekauft hat, dann musste man die erst dann wieder in sein Pfeilfach einlegen, sonst bracht die besten Pfeile nichts. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Gut. Ich wollte Mr. Mr. Kratz ist tot. Okay. Holen wir in die nächste Folge. Alles klar. Dann lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat.